Hallo alle miteinander und herzlich willkommen. Wir starten heute mal im Hauptmenü, denn ich wollte euch natürlich kurz zeigen. Schaut euch meinen wunderschönen Champion-Rang an. Und dann sind wir auch schon in-game. Ich muss zum ersten Anschluss nach vorne fahren. Das kriegen wir schon hin. Ja, wir spielen hier gegen Champion und am Ende des Tages ist halt die große Frage, ne, was hat sich verändert, wenn man ein Champion ist? Nichts. Im Großen und Ganzen. Ich weiß noch nicht genau, wie hier die Flame... Warum ist eigentlich die Musik immer aus? Ich weiß nicht, Spiel... Oh! Ich hatte kurz Angst, dass ich den Ball verpasse. Erstmal hier einen guten Pass rausgeben. Und am Ende des Tages war es aber gut, dass ich ihn so getroffen habe, weil der Typ war noch da. Der hätte ihn vielleicht, wenn ich ein bisschen mittiger geschossen hätte, hätte er ihn vielleicht noch gehalten. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, bam. Schön mit der Unterseite des Autos. Oh nein, nein, nein. Oh, schade. Das war, okay, das war nicht geplant von mir, aber sah ganz gut aus. Ja, ich, okay. Oh, danke, man. Danke, 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 man. Und jetzt nochmal so ein schöner Pass in die Mitte. Der Gegner ist an der... Ja. Ja, das würde ich einfach mal als Kommunikationsproblem. Keine Ahnung. Ach, Mann. Ich habe halt damit gerechnet, dass er ihn an der Wand entlang in die Mitte packt und nicht noch in den Raum reinspielt wieder, weißt du? Dass ich ihn quasi über die Linie drücke und nicht noch irgendwie schießen muss. Das war, wow, das war ein bisschen ärgerlich. Aber meine Güte, meine Damen und Herren, so ist es manchmal im Leben. Okay, Kumpel, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Macht er den? Nee, ne? Erstmal den Boost klauen. Oh, fuck. Ach, Mann, ey. Okay, das war ein bisschen seltsam. Nein, ich habe keinen Boost mehr. Ich habe keinen Boost. Shit, man. Shit, man. Ja, ihr seht schon. Wie gesagt, am Ende des Tages ist Champions-Spielen auch nichts anderes. Vielleicht ein qualitativ ein bisschen schwieriger hier die Gegner. Natürlich, also ich gehe davon aus. Ich habe vorher immer hier Rising Star gespielt, aufsteigender Stern. Das ist halt, es sind halt 4 Ligen weniger, ne? Und da bin ich halt nie weggekommen. Oh, der war ein bisschen sexy, muss ich sagen. Ja, das gefällt mir. Okay, ja. Ich habe immerhin noch den Boost mitgenommen, ja. Das mag jetzt ein bisschen komisch anhören, aber das ist gar nicht mal so unwichtig. Denn dann konnte der wunderbare Gegenspieler den Boost nicht bekommen. Okay. Ja, wie gesagt, 4 Ligen höher bin ich jetzt. Ja, ich merke keinen großen Unterschied. Klar, ich spiele vielleicht nicht immer die Sachen, die ein Champion spielen würde. Da konnte ich jetzt nicht viel machen. Ja, das ist halt kein Problem, Kumpel. Jetzt haben wir beide so einen kleinen Fuck-up drin. Ja, den muss er halt treffen. Ne? Wenn er den trifft, sind wir auch in einer guten Position. Ich meine... der eine steht sehr, sehr schlecht zum Ball, der das Tor jetzt gemacht hat. Der andere war auch im toten Raum, würde ich einfach mal behaupten wollen. Okay. Ich dachte gerade, das wäre ein Feueralarm. War es aber nicht. Und... Scheiße. Haben wir ein bisschen verschätzt. Ja, komm. Ja. Weiß nicht, der kam wieder so ein bisschen... Er kam nicht so, wie ich ihn mir im Kopf erhofft habe, sag ich mal. Okay, danke. Das war eine sehr gute Parade, Kumpel. Der wird jetzt genau... Das war abzusehen. Er springt wieder am Ball vorbei. Und ich nehme mir den Ball jetzt einfach mal hier so ein bisschen safe mit. Danke. In die Mitte, Kumpel! Oh. War ein bisschen zu weit. Aber war eine gute Idee von mir. Gut gemacht. Meine Güte. War doch in Ordnung. So, sehr schön verteidigt da, Pressing hochgehalten, hab ich. Ich hab ihn halt noch kurz berührt, ne, mit dem... Oh mein Gott. Ich will den Boost. Mach ich... Ne? Okay. Ich hol mir mal einen Boost, ja, sicher, sicher. Ja, Mann, der Flug, ne, der war... Das war ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht mehr im Kopf. Das sind halt auch immer so Gefühlsdinge, ne? Keine Ahnung, ich habe den Flug natürlich... Den macht man dann intuitiv und ich war halt einfach ein Stückchen zu weit oben. Ein Stückelchen, ne? Oh, ich hatte da, glaube ich, noch so ein bisschen hin und her überlegt während dem Flug, weil ich nicht genau wusste, ob ein Gegenspieler den Ball dann
Na, no, das war ein richtig bad play von mir, ja. Der geht dann wieder auf meine Kappe. Ja, vielleicht ein bisschen zu viele individuelle Fehler in dem Match jetzt hier. Ja, wahrscheinlich, aber ist auch ein bisschen schade, dass wir halt einfach vorne... Wir sind halt vorne aktiv, aber... Ja, das ist jetzt auch ein bisschen doof. Aber wir kommen halt nicht zu den mega klaren Torchancen. Und die wir hatten, haben wir halt dann auch abgefuckt. Haben wir dann halt auch verkackt, ne? Ich habe keinen Boost. Okay, das war von... Oh mein Gott, das kann einfach nicht wahr. Und dann machen die. Mama mia! Ein trauriges Spiel liegt hinter mir, aber eine neue Chance macht sich natürlich direkt wieder breit. Und die will ich natürlich nutzen. Ja, okay, doch. Das war gut. Das war ungefähr so, habe ich es mir vorgestellt. Jetzt kann ich natürlich den Ball nicht contesten. Ich gehe mir einfach mal deren Boost holen. Ja. Okay. Ich weiß nicht genau. Es war in der Situation gerade jetzt extrem schwierig, darauf zu gammeln, ob er an dem Ball noch rankommt. Er hat das mega gut gemacht, ey. Und ich war dann ja noch schnell genug wieder am Umdrehen. Aber wenn er den halt nicht bekommt und ich fahre dann aktiv zum Tor, ist das Problem, wenn der Gegner den mit einem ordentlichen Schwung über die Bande dann in unsere eigene Hälfte bringt. Und ich bin aber gerade mit der... Ich bin halt gerade aufs Tor zufahrend, ja. Dann habe ich halt so einen langen Weg zurück, dass es hätte halt einfach schwierig werden können. Versteht ihr? Das war mein Gedanke dabei. Oh, schön, ey. Sehr, sehr schön gemacht. Das ist ein wirklich nicer Dude, ey. Richtig. Oh, okay. Den Passversuch habe ich auch gefühlt. Oh, das war schlecht von mir. Und er verkackt ihn nicht. Ja, sorry. Ach Mann, ey, defensiv nicht gut, ja. Ich darf da nicht auf den Ball gehen. Es ist natürlich eine romantische Vorstellung, den Fallrückzieher-Block da zu bekommen, aber... Ja, Romantik hin oder her. Ich glaube, er steht da. Ach, er kommt da. Ja, gut. Ich habe ihn halt extra auf die Seite gemacht, weil ich weiß, dass mein Mate da ist. Und der gegnerische Mate war da nicht. Ja. Was soll ich sagen? Das war eine grundsolide... Ah, schade. Das war jetzt auch ein bisschen doof von mir, aber keine Ahnung, ich wollte es gerne probieren. Was macht der denn? Hey, ich habe mir gerade den Kopf gekratzt. Kumpel, ey. Ich habe mir gerade den Kopf gekratzt. Sorry, I'm a cunt. Ah, what the fuck? Nein, sag sowas nicht. Auf dich zu beleidigen, ich brauche dich noch. Das kannst du nach dem Spiel machen, wenn wir gewonnen haben. Nicht, dass wir hier jetzt, ne? Alles gut. Okay, sehr schön. Das war natürlich, okay. Schade. Ein bisschen zu stark in die Mitte. Ich wollte ihn auch eigentlich aufs Tor machen, von mir aus selbst jetzt einfach schon. Hab den aber leider einfach ein bisschen zu sehr in die Mitte gekriegt. Ja, Kumpel, du darfst ran. Ich geh... Das war jetzt wieder schwierig, einfach in der Verteidigung, weil er da irgendwie den Ball... Ich weiß auch nicht, das war sehr seltsam. Okay, kein Problem, Kumpel. Oh mein Gott. Der ist an der Latte. Und den habe ich dann. Okay. Und den habe ich auch... Nee, okay, das war auf jeden Fall ein guter Kontakt. Ja, genau. Und jetzt mach ihn. Nee. Ich wollte den weg. Okay, habe ich. Oh, nein. Okay, ich glaube, das war gut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich hätte ihn auch gehabt, oder? Na, ist schwierig. Wäre halt auch ein 50-50 gewesen. Kumpel, mach ein Tor. Guter Schuss. Nicer Dude. Okay, wir sind da. Ja, 2-2, alles gut. Und die Gegentore, die wir bekommen haben, ich hab ihn. Die Gegentore, die wir bekommen haben, die waren natürlich jetzt nicht so... Oh mein Gott, scheiße. Ich weiß nicht. Ich verstehe natürlich, was er da tut, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so wertvoll ist. Man konnte es halt so gut sehen, dass er gegen den Innenpfosten geht. Ich probiere da wieder den Backflip-Block. Was nicht die beste Idee meines Lebens war, aber dafür war das eine sehr gute Idee. Ja?
Oh, schade, ich dachte, ich brauche erstmal einen Boost. Oh Mann, wenn der Boost da ein bisschen früher spawnt, ne? Dann habe ich halt eine echt gute Ausgangsposition. Eine echt gute. Okay, Kumpel, ich bin da. Das war so gut. Ich hab's ja genau so auch gewollt, weißt du? Ich wollte das ja auch. Ich wollte es genau so, Alter. Das hat mich so erotisch angemacht. Okay, nice. Ja, Mann, es hat mich erotisch einfach geprickelt. Och, Mann, jetzt. Okay, sehr gut. Ich glaube, ich habe die Zeit für den Boost. Auch wenn ich da ein bisschen schlecht gefahren bin. Aber passt schon. Ja. Okay. Okay, ist kein Problem, Kumpels. Wir müssen den Ball hier erstmal nicht spielen. Oh mein Gott. Wow. Wow, das ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist einfach... Oh Mann, ey. Und dann kommt so ein... Ja, ich weiß, mein Clear war halt einfach scheiße. Ach Mann, ey. Das ist... Oh Mann, das tut halt weh, ne? Da wollte er mich demollen. Wow, wie kann er denn an dem Ball... Ach Mann, ich meine... Der Ball war frei, das Tor war frei. Kumpel, was tun sie denn da? Ja, okay. Das war aggressiver Defense-Play. Wo ist der Ball? Okay. Was soll ich tun? Was soll ich denn tun? Okay. Ja, die Chance besteht natürlich noch, dass man hier... Was heißt mit der 50s? Keine Ahnung. Wir haben halt so viele Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden und wir tun es halt nicht, ne? Klar, in der Defense kann man das dann besser spielen. Das ist halt auch so... Keine Ahnung, das ist halt eine Vorlage für einen Gegner. Nee, ich will ihn da jetzt nicht blamen, aber... Ja. Das ist halt einfach... Ich werde diesen Part nicht verlassen, ohne einen Sieg auf der Champion-Ebene zu erringen. Das bin ich meinen Zuschauern schuldig. Okay. Ja, keine Ahnung. Das war ein Sneaky Bastard, ja. Ja, war gut. Sehr gut mitgeflogen. Das ist halt so ein Punkt, ne? Du musst da halt einfach mitfliegen. Ich glaube, er berührt ihn sogar noch. Dann ist es natürlich noch viel, viel besser, ja. Sehr, sehr guter Schuss. Ja, keine Ahnung. Die letzten beiden Spiele waren alles keine Spiele, die man zu 100% verlieren muss. Im ersten Spiel würde ich sagen, waren zu viele kleine Fuck-Ups, so individuelle Fuck-Ups drin, also einfach individuelle Fehler. Warum sage ich Fuck-Ups? Keine Ahnung. Ich denke da an Slip-Ups, glaube ich. Beim Rappen, wenn man so einen kleinen Hänger hat, nennt man das beim Rappen, glaube ich, Slip-Up. Ja, Kumpel, machst du das eventuell? Ich meine, ja gut, dann halte ich den hier, ne? Oh, den habe ich nicht gesehen. Wow. Wie hat er das gemacht? Ja, ist okay. Einfach unter Druck setzen. Okay. Alles in Ordnung. Macht er gut? Hält er gut? Ist gut in der Mitte. Und jetzt allerfreies Tor, oder? Nein. Er war anscheinend nicht da, aber so richtig hinten war er auch nicht. Hm. Weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Oh. Ja, guck mal. Ich weiß nicht, warum steht er so weit auf der linken Seite? Das ist halt so ein Punkt, den ich dann nicht verstehe. Warum ist er so weit links? Wenn er da ein bisschen mittiger steht, dann kann er den Ball da gerade so wunderbar spielen. Weiß ich nicht. Das Positioning von manchen Leuten, das ist mir immer noch ein Rätsel. Ich nehme den mal, ja. Okay.
Ja, komm, also. Ja, da sollte ich nicht sein. Gut, dass ich den noch getroffen habe. Und ja, ich bin jetzt leider am Boost vorbeigekommen. Ja, schade, schade, schade. Okay, jetzt einfach in die Mitte. Einfach rüber. Einfach mit Power. Einfach mach ihn. Was macht er denn? Ja, gut. Ja, gut. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er sich den da so ein bisschen zu weit vorlegt in dem einen Moment. Ja, da ist noch alles in Ordnung. Und jetzt kann er halt auch, ja gut, es ist schon in Ordnung. Ich hatte halt Angst, dass er da einfach ein bisschen zu weit nach vorne gelegt hat und dann zu nah an die Bande kommt, sodass der Ball halt gegen die Bande geht. Weil wenn der Ball da gegen die Bande geht, ist er wahrscheinlich tot, der Ball. Weil der, wenn er da gegen die Bande prallt, das ist ein bisschen eklig dann. Oh, fuck, den muss ich glaube ich nicht halten, aber, ne doch. Ich dachte, der geht über die Latte. Das war jetzt ein schlechtes Positioning von mir, aber es war auch ein ekliger Schuss. Keine Ahnung. Und er springt halt leider ganz knapp vorbei. Ich hätte den auch halten können, aber ich weiß nicht so genau. Ich dachte halt, er geht rüber. Mein Sprung war mehr so ein Alibi-Sprung, ja. Oh, der geht aber jetzt nicht rein, oder? Okay, wunderbar. Ja, ich weiß nicht, das ist wieder so. Ah, okay. Ich warte hier einfach mal ein bisschen defensiver, okay. Macht er gut? Kann man nicht anders sagen. Hab ich! Okay, ja, da habe ich Ruhe bewahrt, möchte ich sagen, ne? Nein. Ich hatte da eigentlich eine ziemlich gute Position. Oh! Den verkackt da. Na. Da hatte ich in der Ecke so einen Moment, wo ich den Ball hätte spielen können. Und dann ist es halt schwierig auf dem Weg zurück. Die waren einfach ein bisschen schneller, ne? Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich viel Tempo verloren habe, aber anscheinend schon. Keine Ahnung. In dem Spiel habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich immer nicht so richtig weiß, was mein Mate macht. So, ich weiß nicht, der ist halt nie da, so, wenn ich ihn brauche. Okay, keiner, der den abnimmt. Dann hauen wir den Ball erstmal ein bisschen weg. Er hat zwar einen Boost, steht aber richtig scheiße da. Und er legt ihn jetzt selbst so ein bisschen in die Mitte. Ja, hat er noch gut geblockt, muss man ihm lassen. Ne? Das war wirklich gut gemacht von ihm da in der Defense. Da war er natürlich ein bisschen unter Druck. Wir müssen jetzt hier, ja keine Ahnung, das ist wieder so eine, weißt du, ich stehe da natürlich komplett scheiße, ne, komplett, von vorne bis hinten, aber was soll ich denn machen, ich habe keine Ahnung, wohin dieser Ball jemals im Leben gehen wird. Oh Mann, ey, das ist halt einfach schwierig dann, was soll ich denn machen? Und jetzt lass mir bitte den Boost, und warum ist er da, wo er ist? Ja, keine Ahnung, ich hatte Angst. Gott, Kumpel, komm bitte, wir können das hier doch noch reißen. Ja, da bin ich ein bisschen zu niedrig, das ist traurig. Wäre, glaube ich, ganz gut gewesen, wenn ich den getroffen hätte, hätte er auf jeden Fall Tempo nach vorne aufgebaut. Ja, endlich mal wieder eine gute Staffette hier. Sehr schöner Bandenplay von ihm. Das ist ja so eine Sache, die ich nicht so gut kann. Und keine Ahnung, den habe ich dann ganz gut da über die Linie gedrückt. Hat sich ein bisschen komisch angefühlt, muss ich ehrlich gestehen, die Ballberührung und wie ich da so an dem Kumpel vorbei gefrönt bin. So. Da lassen wir jetzt einfach mal ne. Ja, und. Aber man kann sich auf den halt nicht verlassen. Das ist ein bisschen schwierig. Das war halt gerade ein wirklich sensationell guter Bandenplay und ich bin da wirklich der größte Noob auf Erden bei sowas, aber. Er ist halt leider nicht konstant in solchen Dingen. Ja, das war. Ja, geht da. Jetzt in die Mitte. Den rieche ich! Den habe ich gerochen, sehr schön, auch sehr schön rübergelegt. Das muss er halt einfach machen, über ein Torwart, ne? So ein bisschen wie im Fußball, dann stehe ich da und muss nur noch einschieben.
So, ich hole mir trotzdem den Boost. Keine Ahnung, man kann vielleicht auch im Tor stehen bleiben, man kann vielleicht auch mit nach vorne fahren. Aber ich denke, wenn ich da mit einem Boost ausgerüstet bin... Ah, schade. Dann habe ich da alles, was ich brauche. Ah, endlich. Leute, ich habe doch gesagt, ich gehe noch mit dem Sieg nach Hause. Und das war der Sieg. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solche Dinge sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Und bitte bewertet den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.